Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und ich freue mich heute, einen tollen Schauspieler begrüßen zu dürfen. Wir können ihn alle hören im Audible Original Hörspiel Pretty Dead Girl. Ein mitreißender Thriller von Drehbuchautorin Nathalie Thielke. Und seine Rolle hat einen unfassbar schönen Namen. Er spielt Nico. Im echten Leben heißt er Max von der Grüben. Ich freue mich sehr. Wie geht's dir und wo bist du? Hallihallo. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin gerade in den Audible Studios oder im Audible Hauptquartier Deutschlands in Berlin. Wie man auch, ich glaube, in meinem Hintergrund sehen kann, im Hogwarts Room. Was ich ganz nett und passend finde. Und warst du auch dort, um deinen Teil von Pretty Dead Girl einzusprechen? Tatsächlich nicht. Ich wohne in Köln und deshalb habe ich das in Köln auch aufgenommen. Dort im Studio. Weil, was ja viele nicht wissen, ist, man fragt sich immer, ja, wie, oder alle gehen, glaube ich, davon aus, dass man sich im Studio zusammentrifft und dann dort gemeinsam das Hörspiel aufnimmt. Dem ist aber nicht so. Es ist so, dass wir tatsächlich alle einzeln, jeder nimmt einzeln alleine in einer dunklen Kammer für sich mit einem Regisseur dann noch seinen Teil auf und dann wird das hinterher alles zusammengeschnitten. Manchmal hört man, kriegt man seine Spielpartner aufs Ohr und weiß dann, was gesagt wurde vorher. Aber so war das. Also nein, ich war nicht hier, ich war in Köln ganz alleine. Trotzdem ist das Ergebnis natürlich super, weil das merkt man natürlich nicht einmal, dass ihr nicht beieinander seid. Was kannst du uns denn über Pretty Dead Girl verraten? Ja, Pretty Dead Girl ist eine Audible Original Produktion. Es ist ein Hörspiel-Thriller und zwar die Hauptrolle Cosma stirbt, oder also sie kommt um und es ist ziemlich schnell klar, dass es Mord ist, ja. Und dann, ich bin nicht nur ein Freund, sondern ihr Freund. Und in diesem Freundeskreis wollen wir natürlich wissen, was passiert ist. Und wir forschen nach und kramen immer weiter in Cosmas, ja, Vergangenheit, in ihren Geheimnissen nach. Und das gibt auch immer mehr Preis von uns selbst. Und man weiß irgendwann nicht mehr genau, wem kann man trauen, wem nicht. Und ja, so beginnt dann die große, und wir erfahren auch immer mehr über Cosma und es gibt wirklich einen Twist nach dem nächsten, eine Wendung folgt auf die nächste und wahnsinnig spannend und das hält sich wirklich durch das Hörspiel durch. Insgesamt sind es 9 Episoden. Jetzt frage ich mich natürlich, als du das Buch bekommen hast und deine Texte, stand da gleich vorne drauf, gute Nachricht, du bist der Mörder, oder stand da, du musst bis zum Schluss lesen, um zu erfahren, was du gemacht hast? Ich musste von vorne bis hinten durchlesen, um zu erfahren, was passiert ist. Und das habe ich aber wirklich auch gerne gemacht, weil es einfach, ja, es ist spannend. Man bleibt dran und ja, dann konnte ich mich selber, dann war es für mich natürlich auch noch spannender zum Lesen. Damit ich auch nicht wusste, ist ja schon klar, sondern nee, musste ich schon durch. Also wer jetzt denkt, ich habe gespoilert, ich weiß es auch nicht, ne? Also es heißt nicht, dass er der Mörder ist. Sag da auch jetzt lieber nichts zu. Hast du manchmal gedacht, verdammte Axt, warum stehe ich hier allein in einem Raum? Warum sitzen wir denn nicht schön beieinander? Ja, es wäre definitiv schöner. Also ich meine, sowas macht ja auch, dann entsteht ja auch oft dann nochmal was Neues, aber es war, glaube ich, zum einen irgendwie nicht möglich und es ist irgendwie anscheinend auch nicht benötigt für, also ich glaube, es wird oft so aufgenommen. Und man muss auch sagen, es hat dann auch was, ja, irgendwie, ich mag die Arbeit auch sehr. Man ist eben nur für sich, es ist sehr konzentriert, man arbeitet das in einem Stück weg und zusammen mit dem Regisseur, es hat fast was Meditatives. Man hat keine anderen äußeren Einflüsse wirklich, man ist abgeschottet, kein Handyempfang und es ist zwar einsam, aber schön einsam auch. Vergangenheit. Fakte Goethe 1-3. Danger. Ich glaube, es gibt keinen Menschen in diesem Land, der diese nicht mindestens einen Teil davon gesehen hat. Ich persönlich mochte deine Rolle sehr. Ich wusste nur nicht, ist das eine krasse Herausforderung für dich gewesen oder war das einfach purer Spaß? Es war in erster Linie einfach ein purer Spaß. Also jede Rolle benötigt natürlich einen gewissen Grad an Vorbereitung und auch, ja, in Ernst. Also es ist nicht alles immer nur Spaß, Spaß. Aber es ist immer eine große Freude, die mir die Rolle bereitet hat, weil ich irgendwie da sehr frei spielen konnte, nachdem ich mir da irgendwie was für diese Rolle gedacht habe.
Und dann habe ich natürlich auch tolle, tolle Partner mit Ilias, mit Jella Hase, Burak Daktikin als Regisseur. Das war dann schon eine sehr schöne Zusammenarbeit. Einer der besten Momente, ich weiß jetzt nicht in welchem, ob es in Teil 2 oder 3 war, war im Trailer, du und Aram, ihr sitzt auf zwei Elefanten. Genau, ja. Und du sagst, guck mal, wir sind Bibi und Tina. Unwesentlich, ich glaube, 1, 2, 3 Jahre davor warst du bei Bibi und Tina. Musstet ihr das abklären, dass du diesen Gag spielen darfst oder war das okay? Nö, das, ich habe ihn, als ich ihn schon im Drehbuch gelesen habe, fand ich ihn sehr witzig, auch dass ich ihn sage und das ist ja dann irgendwie schon natürlich eine Anspielung. Und ja, wieder eine großartige Idee und ein großartiger Gag von Bora. Weißt du, ob er das abklären musste oder hat er einfach gemacht? Ich glaube, da gibt es nichts abzuklären. Also Bibi und Tina ist ja jetzt, die Wörter sind ja, glaube ich, jetzt nicht geschützt. Detlef Puck ist ja nur auch jemand, der großen Humor hat. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Und ist ja auch Werbung. Ist ja auch gegenseitige Werbung. Und es gibt ein Fuck You Goethe Spin-off, der heißt Chantal im Märchenland. Und du bist dabei, aber nicht als Danger, sondern als Bosco. Was kannst du uns da verraten? Weiß gar nicht, auch noch nicht so genau. Ich glaube, also ich bin wieder dabei. Ich bin nicht Danger, sondern Prinz Bosco. Und es wird spannend. Ich bin leider noch sehr vorsichtig, weil ich noch nicht genau weiß, was ich sagen darf. Aber Chantal reist ins Märchenland und trifft auf viele bekannte Märchengestalten, die man so kennt. Und ich bin ein Prinz mit einer Aufgabe. Spricht der Prinz ein bisschen wie Danger oder spricht er anders? Der Prinz spricht nicht wie Danger. Er sieht ihm zwangsläufig ein wenig ähnlich und hat vielleicht auch eine ähnliche Stimmfarbe, zwangsläufig. Aber ansonsten sind die beiden sehr verschieden. Freust du dich, dass es diesen Spin-off gibt oder hättest du auf Fuck You Goethe 4 gehofft? Ja, ich find's super. Also ich glaube, die drei Teile sind super schön und das ist jetzt so, steht jetzt erstmal für sich als abgeschlossenes Ding. Und vielleicht gibt es irgendwann nochmal in 10 Jahren nochmal Fuck You Goethe 4 Revival, was weiß ich, nicht ausgeschlossen. Aber ich finde es schön, ich finde es auch toll, dass Jella und auch Chantal dann eben ihren eigenen Film bekommt, weil sie ist einer der absoluten Lieblingscharaktere gewesen aus Fuck You Goethe. Jella macht das einfach unfassbar großartig. Auch jetzt in diesem Film, im Chantal-Film. Und deshalb finde ich die, und auch die Idee einfach, Chantal reist ins Märchenland, darauf muss er erstmal kommen. Also es ist wirklich sehr, sehr genial. Hörst du nach wie vor viel Reinhard May oder hat sich das gelegt? Doch, ich höre immer wieder Reinhard May. Ja, also gerade besonders so im Sommer, wenn ich im Sommerurlaub fahre. Speziell dann, aber dann auch immer mal wieder zwischendurch. Ja, das kann man immer gut hören. Und gibt es einen Song, der dich da irgendwie schon langfristig begleitet? Viele, die mich lange begleiten, weil ich damit aufgewachsen bin. Natürlich alle kennen über den Wolken, was auch wirklich ein sehr, sehr schöner Song ist. Aber auch, ich finde, er erzählt so viele Geschichten, die man irgendwie auch kennt aus dem eigenen Leben, zum Beispiel Zeugnistag, da geht es irgendwie darum, das Kind verheimlicht seinen Eltern die schlechten Noten und sagt nichts, dann unterschreibt es sich selber und dann wird er natürlich vom Lehrer dabei erwischt, dann werden die Eltern einbestellt und die Eltern sagen aber, nö, das ist meine Unterschrift. Also sie geben halt nach außen hin nicht zu, dass der Sohn da irgendwie dummes Zeug gemacht hat oder das Kind eben. Und man hält so zusammen in der Familie und irgendwie finde ich das eine sehr schöne Message und das gibt es in vielen der Lieder von Reinhard May. Hast du jemals Max Giermann getroffen? Nein. Das ist natürlich schade, weil du warst bei Luke die Woche und ich mit Jella. Ah ja. Dort habt ihr gespielt Hollywood or Hollywood Not und dort hast du eine Kinski-Parodie gemacht, die, ich glaube, Max hätte die geliebt. War die an Max angelehnt oder an Klaus Kinski? Das war so meine freie Kinski-beeinflusste Performance-Idee eines exzentrischen Schauspielers. Aber natürlich, klar, wenn ich daran denke, dann denke ich natürlich auch an Max Giermann, der das ja bis zur Perfektion studiert hat. Und dem gucke ich auch sehr, sehr gerne zu.
Ich glaube, ihr beide als Kinski, oh Gott, wäre das schön. Ja, da müsste ich auch noch ein bisschen üben, muss ich schon sagen. Ja, der macht das schon perfekt. Was steht bei dir als nächstes an? Was passiert nach Pretty Dead Girl? Nach Pretty Dead Girl, was am 6. März auf Audible läuft, kommt erstmal Chantal im Märchenland, was ab dem 28. März im Kino läuft. Und dann wird erstmal wieder ein bisschen was gedreht, beziehungsweise im Frühjahr, im Sommer dann so. Da kann ich aber noch nicht so wirklich viel zu sagen. Es wird eine Serie, es wird mit einem Regisseur, mit dem ich schon mal gearbeitet habe. Und ja, so viel dazu. Das ist das Hauptproblem aller Menschen im Schauspiel. Sie würden gerne, aber sie dürfen nicht zu viel verraten. Ähnlich ist es beim Audible Original Hörspiel Pretty Dead Girl. Das gibt es jetzt und es ist krass und es sind 9 Folgen und er spricht und spielt Nico. Und ich freue mich, dass er da war. Max von der Gröben, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank auch. Und du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon mal sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast wohl noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Wir sehen uns wieder zur nächsten Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutier. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Max von der Gröben. Bis dann. Ja, wie Nico schon sagte, hört euch Pretty Dead Girl an ab dem 6. März bei Audible. Viel Spaß dabei.